zurück. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben hier einen Standardvorgang bei uns in der Aufbereitung. Wir machen hier bei diesem Fahrzeug eine Verkaufsaufbereitung, sprich eine One-Step in schön sauber, nichts schickimicki und ganz zum Schluss eine Sprühversiegelung drauf. Aber wir wollen euch zeigen, was man bei so einem Fahrzeug mit diesem Lackzustand, der wirklich extrem verkratzt ist, tatsächlich noch mit einer One-Step-Politur herausholen kann. Das also und noch mehr in diesem Video. Viel Spaß! Wie gesagt, wir haben hier einen wunderschönen Passat CC. Ihr habt die 50-50 Bilder gesehen und auch generell wahrscheinlich den Lackzustand. Das Fahrzeug hier bekommt eine Verkaufsaufbereitung, sprich dieses Fahrzeug soll verkauft werden. Und hier wollen wir natürlich irgendwo ein gutes Ergebnis rausholen, aber immer noch im Verhältnis zu einem günstigen Aufbereitungspaket. Hier ist es so, 1000 Euro Detailing-Paket lohnt sich natürlich nicht. Man muss irgendwo den Wert vom Auto natürlich dagegen halten. Sprich, wir gucken hier, was wir mit so roundabout 300 Euro noch retten können. Fahrzeug ist extrem verkratzt, in einem richtig, richtig schlechten Lackzustand. Ihr habt die Bilder gesehen. Wir gucken es uns aber trotzdem nochmal an. Ich habe die Scan-Grip hier und dann zeigen wir euch auch während dem Video, was für eine Politurkombination wir gefahren sind. Wird also richtig gut, unbedingt dranbleiben, denn auch innen wird dieses Fahrzeug sehr, sehr spannend. Ihr seht es schon selber, Motorhaube ist mit Swirls extrem überzogen. Das ist jetzt nur die Haube, wir haben alle möglichen Verätzungen. Da oben haben wir einen Glitzy-Schwarm-Spuren, extrem viele Insekten, die eingebrannt sind. Hier haben wir eingebrannten Vogelkot und aber auch die Seite, wenn wir uns jetzt mal so hier in diesem Bereich hier widmen, ist schon, ja, extrem verkratzt. Noch schlimmer wird es aber ganz klassisch natürlich Richtung unterer Türbereich, also auch dieser Bereich hier. Ihr seht es selber, gönnt euch mal die Verkratzungen hier. Ich denke, im Video sollte man das echt gut sehen. Ist schon sehr, 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 sehr verkratzt. Und man sieht auch, also wir haben natürlich leichte Verkratzung und wir haben aber auch hier, da sieht man auch durch diese Kratzer durch, relativ tiefe. Das Schwarz kommt nicht mehr wirklich so zur Geltung, hier im unteren Türbereich sowieso nicht mehr. Das Dach ist tatsächlich komplett grau. Da ist irgendwas, Verätzungen oder irgendwas ist hier drauf gekommen. Ich weiß es nicht, aber man sieht, es sieht tatsächlich überaus grau aus. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und die Verätzungen bzw. diese Ergrauungen ziehen sich auch hier über diesen hinteren Bereich hier runter. Man sieht es selber, wie wahnsinnig grau das ist. Also ich würde das Fahrzeug tatsächlich so nicht mehr als schwarz bezeichnen. Aber wir sind auch schon den ersten Politurgang gefahren. Wir haben uns einfach mal auf der Heckklappe geguckt, was geht, welche Politur ist sinnvoll und welche nicht. Wir sind auch relativ schnell zu einem guten Ergebnis gekommen mit einer guten Politur. Die würde ich euch aber einmal kurz zeigen. Wir haben uns jetzt hier für die Variante Exzentermaschine und hartes Pad entschieden. Das liegt einfach daran, dass es jetzt, ich sag mal, gerade im Bereich One Step ein bisschen sinniger ist, meiner Meinung nach, weil ich natürlich mir ein gewisses Risiko von Hologramm vermeide. Wie gesagt, wir sind auf der Heckklappe schon die One-Step gefahren. Ich habe mich jetzt hier für eine Sonax Cut and Finish entschieden. Das ist eigentlich so, nicht Fisch, nicht Fleisch, will ich jetzt sagen. Das ist eigentlich eine sehr gute Cut-Politur, aber auch macht ein gutes Finish, wenn man es ein bisschen länger ausfährt. Ist angegeben mit Cut 5 und einem Gloss von 5. Also eigentlich so, ich sag mal, ideal für den Bereich, was wir jetzt hier machen. Also schon eine gewisse Defektbeseitigung, aber alles nicht raus, also wir werden nicht alles rausbekommen, aber immerhin, ich sag mal, man wird den Unterschied auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, erste 50-50 auf der Heckklappe haben wir schon. Ich denke, dass ja, vorher und dann das nachher sieht schon krass aus. Also das ist jetzt auch wieder schwarz und hier eben, wie gesagt, vorher, auch hier oben haben wir so Hochglanzgeschichten, das ist auch relativ derb, sage ich jetzt mal. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes 50-50. Wir werden jetzt erstmal außen komplett machen, dann nehmen wir euch noch bei innen mit, denn innen ist auch nochmal so ein Fall für sich. Innen ist das Fahrzeug auch relativ dreckig, das Leder ist kaputt und hier werde ich euch auch sagen, was wir machen, warum wir es machen und was einfach keinen Sinn macht. Bei dem Fahrzeug zum Beispiel lohnt sich eine Lederreparatur tatsächlich nicht mehr. Würde einfach, ich sage jetzt mal, die Kosten im Verhältnis zum Verkaufspreis würde sich an dieser Stelle nicht rechnen. Vielleicht für den Käufer, der dieses Auto erwirbt, dann auf jeden Fall. Aber jetzt für den
Verkauf, nur weil ich, sag jetzt mal, den Wert erhöhen möchte und dass das Auto einfach vernünftig dasteht, würde das keinen Sinn machen. Da werden wir wirklich nur eine Reinigung, eine Pflege machen und gucken, was wir da einfach noch machen können. Wir fangen jetzt aber an mit dem Polieren. Wie gesagt, One Step, wir schauen wirklich, was geht. Ist eine Verkaufsaufbereitung, es soll nicht perfekt werden, wir wollen aber einfach nur den Wert oder den Verkaufspreis vom Fahrzeug erhöhen. Denn ihr seid mir bestimmt einer Meinung, wenn ich euch sage, dass wir den so auf jeden Fall nicht verkaufen können. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird richtig gut, viel Spaß. Ja, wir werden das Ganze vielleicht noch ein bisschen im Voice-Over natürlich noch begleiten, einzelne Arbeitsschritte noch mal ein bisschen erläutern. Ihr seht das Lackbild, es ist schon wüst. Ich kann euch aber schon mal ganz heiß machen. Es wird eine 50-50 Eskalation, viele Vorher-Nachher-Bilder. Trotz nur einem Bronze-Tab, denke ich, haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Und vor allem, ihr seht echt, wie verkratzt es ist. Der ganze Lack hat echt, jede Art von irgendeiner Macke, ob es jetzt Insekten sind, eingebranntes ist, ein Grauschleier ist, Verätzungen ist. Also es ist schon wirklich krass und ihr seht auch hier den Heckbereich. Es ist schon, sehr grau, sehr verkratzt. Es wird ein spannendes Projekt, hat uns viel Spaß gemacht. Wir denken, wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Wie gesagt, Sonas Cut and Finish und eines der neuen Swisser Thermopads sind wir gerade am Testen, weil das eine gute oder schöne Geschichte wäre, auch natürlich für den Online-Shop, dass wir euch die in Zukunft anbieten können. Und ich denke, das wird auch so sein. Haben einen wirklich guten ersten Eindruck jetzt bei diesem Fahrzeug eben gemacht. Wir haben das Ganze exzentrisch aufbereitet, LR 75 durch diese ganzen Kurven und. Ja, denke, das Ergebnis kann sich hier sehen lassen. Sonax Cut and Finish hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt, vor allem mit einem schönen Glanz zusammen. Ein Träumchen. Ja, auch hier im unteren Radlauf, ihr habt es gesehen, aber hier wird nichts geschönigt, auch Verkratzungen oder ähnliches werden wir auf jeden Fall drinnen lassen, werde ich auch im Video zeigen und das auch nochmal so ein bisschen erläutern. Jetzt hier auch die Heckklappe, sieht man es. Wir haben natürlich Verkratzungen noch drinnen, aber ich habe es ja schon gesagt, das war jetzt vom Paket her einfach nicht gebucht und auch solche Ergebnisse, denke ich, muss man einfach manchmal zeigen, dass halt nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben unsere Kombi gefunden. Das war jetzt eigentlich das ideale Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis. Ich denke, das passt auch. Das Auto war halt einfach in einem extrem kaputten Zustand. Das ist dann schon mal jahrelang halt nicht wirklich viel gemacht worden. Das ist einfach nur noch missbraucht worden. Und ja, da kann es durchaus halt mal sein, dass mit einem One-Step nicht alles rausgeht. Aber dennoch kann man gute Ergebnisse erzielen. Und auch hier ist es natürlich so, dass sogar bei einem One-Step einfach dieses Ergebnis, was man erzielt, einfach sichtbar ist und überzeugen kann. Der Unterschied war halt schon krass. Auch hier war es natürlich so, durch das Glasdach und die ganzen verwinkelten Stellen ist eine LR 75 hier teilweise eine bessere Wahl gewesen. Auch hier, denke ich, kann man wirklich, stehen lassen, sieht echt gut aus. Schönes 50-50, die machen echt Spaß. Muss man sagen, wir hatten da, was das angeht, echt unseren Spaß. Sieht schon wirklich gut aus. Ja, 50-50 geht immer. Dann natürlich die Haube ist so ein Fall, wo man sagt, da muss man natürlich mit einer größeren Maschine ran. Also ich sag mal, die unteren Türbereiche, die Motorhaube Duetto, dann eben 125er Teller, auch hier wieder das grüne Swisser Thermopad. Und Sonax Cut and Finish. Auch hier natürlich Knallgas, maximaler Einsatz. Politur lange ausgefahren, dann ist das wirklich das Ergebnis, was man erzielt. Ihr seht es wirklich gut. Schöne 50-50-Aufnahmen, der einen Grauschleier weg. Und wir haben auch hier einen Großteil der Kratzer entfernt. Wie gesagt, ihr seht, es sind noch so leichte drinne, aber ich denke, im Mittelfeld sieht man schon sehr gut, es ist ein Großteil der Kratzer weg. Es war halt schon ein sehr verbrauchtes Auto. Auch hier im hinteren Bereich unterm Tankdeckel, denke, sieht man. Es ist schon wirklich krass eigentlich, was an Kratzern rausging. Trotz allem, denke ich, sieht das wirklich gut aus. Ja,
denke, kann man das absolut so stehen lassen. Wir haben uns halt auch gewundert, das ist schon interessant zu sehen, wie ja, solche Autos teilweise halt, ja, ist schwierig. Ich sag mal, wenn man so ein, das Auto so ein bisschen mehr gepflegt hätte, wäre der Wert vom Auto wahrscheinlich ein anderer. Zwischendrin haben wir auf harte Pads gewechselt. Wichtig hier, Politur länger ausfahren, dann geht das. Wenn man jetzt hier mit diesem Pad die Politur nicht lange genug ausfährt, kann es durchaus sein, dass wir einen leichten Haze haben. Hier ist es wichtig, Politur wirklich schön lange ausfahren, hat man eigentlich wirklich ein gutes Ergebnis. Ihr habt es gerade gesehen, die Effektkorrektur ist auf jeden Fall schon wirklich vorhanden. Ja, sieht gut aus, trotz One-Step. Hier sieht man jetzt auch nochmal in diesem Bild, dass wirklich schon gerade in der Tür echt einige noch drinne waren. Man hat natürlich diesen krassen Farbunterschied, der Grauschleier ist weg, das Auto wirkt einfach extrem schwarz, aber es sind leider auch hier noch Kratzer drin, die waren echt tief. Wir wenden uns natürlich auch hier den Auspuffrohren zu, vorher, das ist der Vorherzustand. Wir sind mit einer leichten Beize erst da rangegangen, sprich eine Säurebehandlung und dann das Ganze natürlich nochmal hochpoliert. Und das ist das Ergebnis, besser ging es leider nicht, weil der Rest schon leider ja, kaputt ist, sage ich jetzt mal. Aber im Vergleich zu vorher schon deutlich, deutlich besser. Nicht perfekt, aber deutlich besser. Zumindest glänzt das Ganze jetzt wieder. Ja, und sieht vernünftig aus. Als Versiegelung haben wir uns jetzt hier für das Hybrid Wax Cream entschieden, die neue Formulierung. Eigentlich wollten wir eine Runde Hydrobee drauf machen, haben uns aber wie gesagt für das Hybrid Wax Cream entschieden. Das liegt daran einfach, es füllt nochmal so ein bisschen leichtere Kratzer auf, die man vielleicht übersehen hat. Es macht extrem geilen Gloss, also eine richtig schöne Farbabdunklung, was auf diesem Lack einfach unfassbar gut kommt. Also wir haben wirklich eine schöne Farbintensivierung und eine schöne Lackglätte und halt natürlich auch noch so ein bisschen diesen etwas längeren Schutz. Uns ging es jetzt aber hier wirklich Farbintensivierung, dass wir das Schwarz einfach noch richtig schön schwärzer bekommen und wie gesagt, leichte Kratzerauffüllung. Ich weiß, es ist immer ein schwieriges Thema, aber ich sag mal, bei einer Verkaufsaufbereitung, finde ich, ist das absolut egal. Wir haben ein grundsolides Ergebnis erzielt und hier ist es einfach nur so ein bisschen dieses leichte i-Tüpfelchen. Das Ganze haben wir verarbeitet mit der Makita, ohne Zwangsantrieb, wirklich freilaufend, weichestes Pad, das wir hatten und das Ganze schön eingefahren. Wir kriegen einfach einen sehr schönen homogenen Auftrag, es geht schön schnell und das Produkt lässt sich danach auch wirklich sehr, sehr entspannt auspolieren. Könnt ihr ruhig mal probieren, das geht wirklich so in der Kombination sehr, sehr schön. Und wie gesagt, schöne Farbabdunklung, also das muss man sagen, absolut schick, wirklich schick. Das Ganze haben wir dann so ungefähr 20 Minuten entspannt draufgelassen, haben das dann sauber auspoliert. Abtrag ging sehr, sehr einfach. Hat man so leichte Schlieren, ist das überhaupt nicht schlimm. Das Produkt lüftet dann quasi gleichmäßig aus und diese Schlieren verschwinden nach einer Zeit von selbst. Also sollte das der Fall sein, nicht stressen. Ja, ich würde sagen, Gloss ist auf jeden Fall da. Wir haben eine richtig schöne Schwärze wieder. Auto glänzt schön. Es sieht wirklich gut aus. Ich denke, einfach ein gelungenes Ergebnis. Aber dem Innenraum werden wir uns separat widmen, dazu aber gleich mehr. Wenn euch das Ganze bis hierhin gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da und abonniert auch mal den Kanal. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, sehen wir uns jetzt gleich wieder.
Wir haben das Fahrzeug jetzt komplett durchpoliert. Wir haben es auch schon versiegelt, habt ihr mit Sicherheit gesehen. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt mit diesem Fahrzeug einen Zweiteiler zu machen, weil ich denke, es ist schon sehr lohnenswert, mal so zu sehen, wie wir bei Verkaufsaufbereitungen vorgehen, was wir da so machen, was aus unserer Sicht sinnvoll ist. Und innen, also er sieht schon wüst aus, das würde sich auf jeden Fall lohnen, da vielleicht nochmal auf die Thematik Geruchsentfernung einzugehen, auch nochmal hier eine Lederreinigung bei relativ kaputten Sitzen. Das lohnt sich, denke ich, deswegen wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil dazu geben. Wir gucken uns aber gleich, nachdem ich jetzt hier im Anschluss fertig bin, den Innenraum mal kurz an, dass ihr wisst, worauf ihr euch im nächsten Video freuen dürft. Wir haben es wirklich geschafft, den so gut wie, ich sage jetzt mal so 90% mit einem One-Step so durchzufahren, dass man sagt, jetzt kann man das Fahrzeug wieder verkaufen. Mehr hätte wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Er hat an zwei, drei Stellen, wie hier an der Tür, so leichte, oder was heißt gleich, gleich kann man es nicht sagen, aber man sieht schon, es bildet sich hier schon Rost. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall von der Defektkorrektur einiges passiert, gerade im Vergleich zu vorher. Wenn man jetzt einfach mal hier so entlang geht, ihr seht es, ihr habt es im Video auch gesehen, ich denke, das waren sehr schöne 50-50 Aufnahmen, auch jetzt hier unten, aber, und das muss man einfach sagen, hatten wir auch gesagt, alles geht nicht weg. Was man sagen muss ist, das Fahrzeug hat wirklich diesen Glanz wieder, er ist auf jeden Fall wieder schön schwarz, die Farbe kommt gut raus. Wir wollten eigentlich nur eine Schicht Hydrobead drauf machen. Ich habe mich jetzt aber dann einfach für eine schnelle Runde Hybrid Wax Cream entschieden. Makita 125er Stützteller, Pad drauf, das weicheste Pad, was wir hatten. Und das Ganze schön ausgefahren. A, geht das extrem schnell. B, der Auftrag ist super homogen, wenn ich das so mache. Und einfach liegt es daran, also das Wax Cream deckt nochmal so die ein oder anderen Kratzer so ein bisschen ab, die vielleicht noch drin sind, jetzt auch nicht zwar zu 100%, aber es schmälert das Ganze einfach ein bisschen. Es wirkt extrem farbvertiefend, was dem Fahrzeug wirklich gut tut. Und man muss es auch einfach sagen, für den Verkauf ganz am Ende ist es total egal, ob Kratzer aufgefüllt werden oder nicht. Das interessiert nicht. Es ist nur wichtig, dass dieses Fahrzeug gut aussieht und vor allem, dass man hier natürlich auch irgendwo im Kostenrahmen am Ende bleibt. Wie gesagt, Fahrzeug komplett gemacht, Lack einstufig, dann eben versiegelt. Wir haben die Rathauskästen gemacht, die Felgen wieder schön gemacht, die Gummis und auch die Endrohre, wie ihr gesehen habt, dass es einfach alles vernünftig aussieht. Und ich denke, gerade wenn man jetzt mal wirklich so einen Meter weggeht und sich mal das Auto in der Gänze anguckt, sieht es wieder wirklich schön aus. Ich habe es gesagt, alle Kratzer gingen nicht raus, es ist einfach, wäre einfach nicht mehr im Kostenrahmen drin gewesen, aber ich habe das ja im Voice-Over mit Sicherheit, hoffe ich, auch gesagt, deswegen, ja. Denke bisher eine schöne Nummer, ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video bisher fandet und was ihr von so einer Verkaufsaufbereitung haltet und vor allem, wie ihr da rangeht. Würde mich auch mal interessieren, was ihr da so für eine Politurkombination habt. Wir haben uns jetzt für die Sonax Cut and Finish entschieden, weil sie hat zwar so dieselben Specs wie eine X0505, ich finde, die macht aber noch mal so ein bisschen das bessere Finish und vor allem, ich kann sie rotativ und exzentrisch fahren. Ich mag die Politur sehr gerne, wie gesagt, ihr habt es gesehen, für so One-Step-Geschichten ist es eigentlich der ideale Kompromiss aus Cut und Glanz. Wir gucken uns jetzt aber den Innenraum von diesem Fahrzeug an, weil glaubt mir, der ist schon speziell und ich würde sagen, ich mache die Tür einfach mal auf und los geht's. Ja, ich denke, jetzt sieht man noch nicht so viel, aber man gönnt sich mal die Einstiege und schaut jetzt einfach mal in den Innenraum rein. Ist schon wirklich, ich habe keine Ahnung, was da rumgefahren wurde, wo rumgefahren wurde. Richtige Steine drin, in jeder Ritze hängt der Dreck und auch sehr spannend. Ich denke, man sieht, das Leder ist schon relativ kaputt, sprich die Zurechnung ist schon beschädigt. Das wird auch spannend und ich denke, man sieht auch schon sehr gut indirekt, dass das Leder extrem dreckig ist. Ich meine, schaut euch einfach nur mal die Mittelarmlehne an, wie speckig und wie glänzend das Ganze aussieht. Auch hier natürlich generell der Sitz, auch die Kunststoffe in der Mitte, auch hier das Lenkrad. Überall hängt der Staub und wir machen einfach mal die hintere Tür auf, da glaube ich, sah das Ganze auch nochmal ja, ein bisschen spezieller aus. Ihr seht das, überlenkt der Dreck. Ja, auch hier die Lüftungsschlitze überall voll, die Sitze überall, hängt der Schlamm hier drin. Gerade hier hinter dem Fahrerraum sieht man sehr, sehr gut, wie dreckig das Ganze ist. Und auch hier natürlich das Leder.
Gerade auch ja, der Kofferraum, muss man auch sagen, ist auch nochmal so ein speziellerer Fall. Auch hier natürlich, also es riecht auch sehr, sehr stark nach Tier hier drin. Also generell ist der Geruch jetzt hier in dem Fahrzeug nicht wirklich erotisch. Sprich, wir werden uns auf jeden Fall auch hier mit einer Geruchsentfernung beschäftigen müssen, was jetzt vielleicht auch nochmal so ein Thema ist fürs nächste Video. Verkaufsaufbereitung, Geruchsentfernung, was einfach sinnvoll ist, was für Produkte man verwenden kann, das ist vielleicht auch nochmal sehr spannend. Und natürlich ist es auch hier so, gerade wenn wir sagen, wir machen eine Verkaufsaufbereitung, der Innenraum muss schon ordentlich sein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich sagen, High-End und die teuersten Sachen und. Also ich kann euch schon mal hier sagen, dass wir für diese Innenraumreinigung im nächsten Video kein LMX Ledermax verwenden. Das hat nichts damit zu tun, dass die Produkte diesen Dreck nicht schaffen würden zu entfernen, sondern bei uns hier in der Aufbereitung ist ja so, Premium-Produkte, Premium-Aufbereitung. Und jetzt hier so für die Geschichten, wenn es günstiger wird, nehmen wir auch andere Produkte, weil auch hier vom Kunden zum Beispiel, das muss man klar so sagen, eine andere Wertschätzung dann da ist. Den Kunden interessiert hier nicht, was da jetzt für eine Lederpflege am Ende drauf ist oder nicht. Das muss man so sagen, aber dazu kommen wir im nächsten Video. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und freut euch hier drauf, wird gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns zur Innenraumeskalation 2.0. Euch allen einen wunderschönen Abend noch. Wir sehen uns, wie gesagt, zum nächsten Video. Ciao.